Die Salzburger AG bekommt in den nächsten Tagen einen neuen Chef, einen neuen Manager mit einem neuen Vertrag. Und ich finde, man könnte diesen Wechsel als Gelegenheit nutzen, um einen Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren. Es geht um die fürstlichen Manager-Bonuszahlungen. In den letzten Jahren war es nämlich immer so, dass die Vorstände der Salzburger AG neben ihrem Grundgehalt von 16.500 Euro brutto im Monat noch einen jährlichen Bonus von 90.000 Euro bekommen haben. Der Bonus ist vor allem dann ausbezahlt worden, wenn die Salzburger AG den maximalen Profit rausgeholt hat, und zwar sogar in Jahren, wo sonst vieles nicht so gut gemanagt worden ist. Sogar in den Jahren, als man Museumsbusse aus der Garage holen hat müssen, um den Obusbetrieb noch irgendwie aufrechtzuerhalten, sind Managerboni geflossen. Und ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß in einer Zeit, wo sehr viele Haushalte nicht mehr wissen, wie sie die steigenden Strom- und Heizkosten decken sollen, wo immer mehr Haushalten der Strom abgeschalten wird. Und ich weiß schon, dann kommt immer der Einwand, gerade aus dem ÖVP-Umfeld, diejenigen sind, die den neuen Chef bestellen. Man braucht die Boni, weil sonst kriegt man keine guten Leute, sonst machen die ihren Job nicht mehr gut. Da muss man aber sagen, es gibt ganz viele Facharbeiterinnen, Verkäufer, Pfleger, die kriegen auch keine millionenschweren Bonuszahlungen in ihrer Branche, und von denen wird trotzdem erwartet, dass sie einen guten Job machen. Und ich finde, das kann man bei einem fürstlichen Grundgehalt auch von Vorständen der Salzburger AG erwarten. Das Geld, was man sich spart, könnte man nutzen, um zum Beispiel die Zahl der Haushalte, denen der Strom abgedreht wird, weil sie die Kosten einfach nicht mehr stemmen können, zu senken und da die Leute direkt zu entlasten.